Aber ein schickes Selfie natürlich. Facebook. Gibt's das überhaupt noch? Okay. So, Eike, dann ziehen wir jetzt mal direkt schnell los, weil du hast ja schon gesagt, das hier ist eben ein kleines Gebiet, ne? Richtig. Vielleicht machen wir jetzt mal so die Speedbump-Style hier. Erstmal ein Austausch. Und der Deja hat während seiner. Naja. Seiner Erkundung nebenbei nämlich was gelernt, Eike. Und das wäre? Das wäre, wahrscheinlich werden jetzt die ganzen Leute, die Code Benny schon kennen, werden jetzt sich an den Kopf greifen und sagen, was erzählt der da? Das ist doch Common Sense. Aber man muss sich bei den Angriffen von den Gegnern, darf man sich nicht von den Gegnern wegrollen, was man mal denken würde. Im Sinne von, ah, der Schlag, ah nein, man muss in die Gegner reinrollen. Macht keinen Scheiß. Ja, genau, weil dann schlagen sie halt an einem vorbei und man haut dann. Genau, schön in die Gegnermengen rein, das ist eine gute Idee. Genau. Statt sie einfach schön einzeln ranzupullen. Ja. Mit unseren Untergrundstacheln. Ups, das war ein bisschen zu nah. Ah, der Effektiv ist mal so eine Sache. Nee, ob der jetzt. Nee, die anderen Gegner merken, die sind blind. Okay, das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Oh, zwei mit einem Schlag. Das hier ist übrigens hier die, jetzt der Jakobo Blue Code. Deswegen habe ich jetzt hier eine kleine Schockwelle losgelassen, als ich da rein zugeschlagen habe mit dem schweren Schlag. Und natürlich bestens natürlich noch die passive Fähigkeit hier mit, wie war es? Zwei Handschwerter extra mehr Schaden. Was ist das denn? Das war einer von diesen Selbstmordzellen. Kenne ich noch aus Futurama. Ja, müsstest jetzt eigentlich den Lagerschlüssel irgendwie eingesammelt haben. Nee, da war kein Lagerschlüssel. Der ist hier aber irgendwo. Ja, wo ist die Frage? Du musst es ja wissen, warst ja hier schon. Ja, den müsstest du eigentlich gerade eingesammelt haben. Nee. Na gut, das ist Deko, das kann man nicht sagen. Ah. Okay, wenn drei Leute gleichzeitig eine Tarnfarbe, ich hab nie verstanden, wozu man die Tarnfarbe eigentlich braucht. Ja, ich weiß, damit nicht erkannt wird. Nee, hier ist nichts. Semina. Nein, es ist ja schließlich meine Session, Multiplayer, da müsste ich ja die Sachen einsammeln können. Dijan, gehen wir einfach mal nach oben und gucken, ob du den Barackenschuss vielleicht doch eingesammelt hast, das du nicht mitgekriegt hast. Kann man den nicht nachschauen im Menü? Nein, du musst doch angesetzt sein, oder? Nein, nein. Oh, hab ich. Nee, das heißt, ich soll zu brauchen. Aha. Hab ich also noch nicht eingesammelt. Machen wir mal einen kleinen Schnitt, bis wir da die Tür aufgemacht haben, ja? Denke mal, ist eine gute Idee. Mama mia! Ja, das kann halt mal passieren, nicht wahr, Eike? Mhm. Da. Haben wir jetzt mal einen kleinen Zeitsprung? Nein, Zeitsprung ist falsch. Hast du dir wehgetan, Eike? Ja. Naja, anscheinend nicht so wirklich. Das sieht mir sehr nach Bosskampf aus. Das kommt mir bekannt vor. Meine Streets laufen ab. Kannst du ran? Dann gehen wir mal ran. Du musst schließlich den Cooldown abwarten. ちゃってたレブナント。クイーンの哀れな傀儡か。ですがデートしてたじゃん。いいか、シーリー。情けは無用だ。そうですね。
So. Einfach die Cooldown-Zeit einmal mit seinem Attacke ausüben und dann hofft, dass er zum Fall geht. Ah, du hast die Eier, Quaike. Ich weiß. Jetzt ist es. Ah, ein Spot. Wow. Easy Mode. Erster Versuch. Wir haben den Bosskampf doch. Ogyogi no warui guest no odemashi da. Soro soro party wa ohiraki ni shinai to na. Sie hat eine Kuchenschaufel abgewehrt, Dejan. Und das nur mit blauer Energie. Du musst nicht still sein, man kann auch ein bisschen kommentieren. Ich bin nur gebannt. Nicht viel geredet, dieser schieren Amount ist. Vater. Spoiler? Der General mit den Kragen. Kore isho. Omae ni nakama o kizutsuke saseru wake ni ikane n da. Er hat mächtige Augenbrauen, Eike. Das bedeutet, er ist mächtig. Kannst du nur. Er hat angefangen. Siri! Gasmaske. Dass ich auf den Kopf geknallt bin, ist natürlich nicht so wichtig. Wieder auf. Warum ist sie so mit? Jetzt küsst sie dich. Und verteilt weißes Zeug auf uns. Ihr Blut ist eklig. Violett. Dein Gesicht war nicht geändert. Hast du es gerade gesehen? Ich hab mir auf den vertrockneten Körper gedachtet. Du hast ihr Blut absorbiert mit deinem Veil. Yoku yatta. Dein Körper schließt es ab. Omae no kakumu, migoto datta. Wahrscheinlich ihr falsches Blutbild. Dein Herz getroffen hat. Ja, was für ein Zufall, nicht wahr? Na, er hat dein Herz erwischt, aber von der Anatomie ist es ein bisschen weiter in der Mitte und ein bisschen weiter oben. Da unten ist es nicht. Er wollte halt meinen gewaltigen Busen nicht verletzen, Eike. Genau. Denn du weißt ja, Eike, je größer der Busen in diesem Spiel, desto wichtiger ist der Charakter. Ja, natürlich. Königin Schlechter. Cool, jetzt haben wir diese... Blutbesitzer Dennis, das ist dein Blutcode, den schon. Ja, das kann man nicht mehr ändern. Warte mal, waren die nicht schon mal verwirrt? Da
Das ist, ja, ja, das ist höchst verwirrend. Vor allem, warum konnten wir mit den Misteln da hin teleportieren? Also, wenn wir doch in der Gegenwart sind. Und das war in der Vergangenheit. Merkwürdig, oder? Ja, es ist ziemlich verschwurbelt. Na gut, jetzt spielen wir eben Anno Londo selber und machen hier mal die Blutcodes fertig, ne? Beziehungsweise ja, die extremen Fähigkeiten, wie eben jetzt hier Atlas von Giacomo, genau. Muss ich mich jetzt hier um die Assassinen, nein Quatsch, muss ich mich jetzt hier um Artemis kümmern von Mia. Weil wir wissen ja, dank dieses einen Videos, Eike, wie viel war es? 4000 Schaden pro Schuss? Hm. Ja, ziemlich heftig. Also, dann sehen wir es dann in der nächsten Folge. Dann wahrscheinlich dann weniger mit, eher weniger nicht mit Kokonschauche, sondern ich dann als Fernkämpfer mit, was war es nochmal? Schwarz. Schwarzblut, Blüter, Bajonett, oh, wie hieß das nochmal, Eike? Und du dann als der Nahkämpfer. Ja. Der den ganzen Schaden wegnimmt. Und während ich dann mit meinem Super Bajonett, genau. Da müssen es 4000 Schaden machen bei jedem Schuss. Okay. Können wir dann gleich hier rosten, rasten. Genau. Also bis dann. Bis dann. Bis dann. Posing. Yuruku ikimasu ka. Ihr habt's voll drauf. Also bis dann. Ja. Ciao. Blut.